Der Beruf der Hebamme ist was ganz Spezielles, weil man halt ganz nah an Ereignissen ist, in einer Atmosphäre, die ja eigentlich eine sehr private Atmosphäre ist. Für mich als werdender Vater wird sich einiges ändern, dachte ich. Verantwortung für einen kleinen, wachsenden Menschen zu übernehmen, wird in Zukunft der wichtigste Teil meines Lebens sein. Schaffe ich das? Unser erstes Kind. Was war das damals für ein Glück, als ich das erste Mal das Ultraschallbild in den Händen hielt? Wir konnten dieses Wunder kaum fassen. Wir werden Eltern. Was für mich persönlich das Ausschlaggebende ist, ist eigentlich zu sehen, wie sehr dieses Kind willkommen geheißen wird von den Eltern. Wie glücklich die sind, dass sie das Kind endlich in den Armen halten können. Und das ist für mich was ganz Besonderes, dass ich dabei sein darf. Wir haben dann im Bekannten- und Freundeskreis gefragt, Bücher gelesen, im Internet recherchiert. Und am Ende des Tages hatten wir mehr Fragen als Antworten. Entbindung, wenn man sie einmal gemacht hat und einfach das Gefühl, dass man wirklich Frauen in der Not, in Schmerzsituationen, vielleicht auch der Hoffnungslosigkeit oder auch einfach zu sagen, in einem sehr, sehr schönen und mithin dem schönsten Moment, den es im Leben gibt, wirklich Leben auf die Welt zu holen und der Frau wirklich begleitend zur Seite zu stehen. Wenn man das einfach weiß, dass das das Schönste auf der Welt ist, dann kann man davon nicht loskommen. Egal, welchen anderen Beruf man wählt, das bleibt dann doch schon Berufung halt. Und da war auch direkt die Frage, in welches Krankenhaus gehe ich? Was muss ich in Vorbereitung auf die Geburt alles beachten? Und wie kann ich meinem Kind den bestmöglichen Start ins Licht, ins Leben ermöglichen? Diese Unsicherheit wuchs in uns immer mehr, bis eine gute Freundin uns das St. Marienhospital in Düren empfohlen hat. Dort trafen wir auf sehr verständnisvolle Mitarbeiter. Hebammen sind die wichtigsten Mitarbeiterinnen unter der Geburt. Die Motivation, hier natürlich Schülerinnen auszubilden, das ist einfach was Neues, es ist was anderes. Man hat neue Gesichter um sich herum. Der Geburtsvorbereitungskurs war klasse. Hätte nicht gedacht, dass auf einem Ball hüpfen so viel Spaß machen kann. Wird alles gut gehen? Die Stunde der Geburt, der erste Schrei unseres Kindes. Hier im St. Marienhospital zu arbeiten, ist insofern besonders, dass wir ganz modern, neu ausgestattete Kreissäle haben. Man ist keine Auszubildende, man ist ein Teammitglied und das zeigen die Hebammen hier allen wirklich auch jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue und sie lernen im Grunde aktuell mit uns zusammen. Was soll ich sagen? Rückblickend war es einfach das Beste, was uns passieren konnte. Ansonsten ist es ganz wichtig für den Beruf, viel Geduld zu haben, weil Geburten können lange dauern. Man kommt und dann, ja, es gibt vielleicht ein Kind, es gibt vielleicht zwei, es gibt gar keins oder drei. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir gute Hebammen haben, die hier die Frauen auch mit Wärme und mit Liebe betreuen, die eine individuelle Geburtshilfe ermöglichen und auch die auf die Frauen jeweils mit ihren Bedürfnissen eingehen können. Ohne unsere Hebamme, die mich und mein Kind begleitet hat, wäre der Start ins Leben vielleicht nicht so gewesen, wie er letztendlich war. Einfühlsam, warm und herzlich. Es war die richtige Entscheidung für uns und unsere junge, kleine Familie. Ich lerne jeden Tag Neues dazu, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich war noch nie irgendwo anders. Das ist toll.